Sie fragen sich, wie Sie als angehende Ingenieurinnen und Ingenieure die Zukunft unseres Planeten nachhaltig gestalten können. Das fängt bei ganz alltäglichen Fragen an. Wie soll ich in der Vorlesungspause mein Heißgetränk to go kaufen? Etwa im leichten Pappbecher, der aus nachwachsenden Ressourcen hergestellt wird, dafür aber nach dem Gebrauch einfach weggeworfen wird, oder vielleicht im wiederverwertbaren Kunststoffbecher, der aus fossilen Werkstoffen hergestellt wird, wobei zusätzlich noch Wasser, Energie und Tenside für die Reinigung aufgewendet werden müssen. Sie merken schon anhand der Bildauswahl im Hintergrund, diskutiert wird oft hitzig und tendenziös. Lernen Sie im Engineering Project Nino mit Gabi, wie sich diese Debatte mit Hilfe objektiver Verfahren versachlichen lässt. Nino steht dabei für nachhaltige Innovation und Gabi für ganzheitliche Bilanzierung. Ein solches Verfahren detailliert ISO 14040, das ist die sogenannte Ökobilanz oder auf Englisch Life Cycle Assessment, kurz LCA. Eine Ökobilanz erfasst systemisch alle wichtigen In- und Outputflüsse, ordnet diesen Schädigungen der Umwelt zu und bewertet deren Wirkung auf die Umwelt. Sie sehen, es ist ein kompliziertes Unterfangen, aber zum Glück gibt es Fachleute, die Standard-, Herstell-, Nutzungs- und Entsorgungsprozesse bereits ausführlich für Sie untersucht haben. Für die Anwendung im Ingenieursalltag stehen Ihnen jetzt sogenannte Kurzbilanzierungsverfahren zur Verfügung. Vielleicht haben Sie schon mal was vom sogenannten Carbon Footprint gehört. Es gibt aber auch noch andere, wie beispielsweise den kumulierten Energieaufwand, kurz KEA, oder den Eco-Indicator 99. All diese Verfahren lernen Sie im Engineering Project kennen, wenden Sie auf ein Produkt Ihrer Wahl an und verbessern dieses nachprüfbar nachhaltig.